Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft Challenge mit einem aus dem Team Pietsmeet. Heute geht es ums Sterben. 10 Arten zu sterben, Teil 3 wieder vorbereitet von Gathbar. Diesmal geht es auch um Punkte. Wir können Folgendes machen, um Punkte zu erreichen. Wir können von Sand ersticken, vom Wolf getötet werden, vom Mini-Zombie erschlagen werden, durch TNT explodieren, vom Lama zu Tode gerotzt werden, durch die Hexe, von der Hexe durch Magie getötet werden, Fallschaden durch die Enderperle bekommen, im Nether schlafen, von einem Pickling getötet werden oder vom Amboss erschlagen werden. Und je weiter du nach hinten kommst in der Liste, desto mehr Punkte gibt es dafür. Du darfst alles jeweils nur einmal machen, um dafür Punkte anrechnen zu lassen. Und wer nach 30 Minuten die meisten Punkte hat, gewinnt. Easy nice. Game. Jo. Viel Spaß ja. Euch. Tschö. Bis gleich. Bis gleich. Ja. 30 Minuten laufen und ich laufe auch. Klatsch, klatsch. Let's go, 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 let's go. Ich war bei der Sterben-Challenge letztes Mal gar nicht dabei, fällt mir gerade auf. Also keine Ahnung, ob da irgendwie die krassen Tricks schon gekommen sind. Aber wir starten mal ganz billig mit vom Sand ersticken. Punkt ist ein Punkt, denke ich mir. Keine Ahnung, was die Jungs da gelernt haben beim letzten Mal. Wir haben jetzt das so eingestellt, dass das Inventory immer da bleibt. Das heißt, wenn wir sterben, behalten wir das Inventory. Ihr seht es gerade an meinen zwei Blöcken, die ich jetzt immer noch im Inventar habe. Das ist es, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. So, Sand haben wir jetzt schon mal gemacht. Mein nächster Schritt wäre jetzt eine leichte Hoffnung zu haben, dass wir hier einen Schmied haben. Okay, so, wir gehen erstmal zum Nether-Portal. Da gibt es, glaube ich, immer eine Truhe, wo man was absnacken kann. Das ist so schön. Das nimmst du rein, das ziehst du an. Ah, schon mal ein Schwert. Damit kann man schon mal irgendwie was anfangen. Und wir haben vor allem schon mal Flint and Steel. Das ist auch schon mal nice. Das ist schon mal ein Dorf. Das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, vielleicht finden wir da einen Amboss. Die Frage ist, wie ich das mit dem Amboss vernünftig mache. Wie gesagt, der fällt halt nicht straight runter. Aber man könnte da, glaube ich, das ein oder andere vernünftig machen. Was könnt ihr mir anbieten? Bett. Das ist doch schon mal schön. Ich nehme schon mal Betten mit für im Nether. Weil das ist auf jeden Fall auch noch ein Ziel, ins fucking Nether zu kommen. So, wenn wir hier einen Schmied haben, dann hat der wohl einen potenziellen Amboss. Aber sieht aktuell schlecht aus, ehrlich gesagt, was Schmied angeht. Hallo. Habt ihr nicht irgendwo Eisen? Eisen wäre ganz, ganz toll. Eisen wäre super. Ein Oh shit, stimmt. Amboss. Oh, guck mal, hier sind Eisenblöcke. Ja, das ist schon mal perfekt. Das müssen wir nur irgendwie abbauen können. Mensch, Eisengolem. Oh, guck mal, ein Bett. Nee, klau ich dir. Bin Arschloch. Ich weiß. Sieht so aus, als hätten wir hier leider keinen Schmied in diesem Dorf. Das ist höchst enttäuschend. Scheiße! Was ist das für ein useless Dorf? Also extrem wenig Essen haben wir hier bekommen. Die haben nicht mal Getreidefelder, also ich raste aus. Und vor allem, viel schlimmer, die haben kein Eisen. Das heißt, ich muss jetzt selber wirklich farmen gehen. Okay. Okay. Das heißt, ich muss ja jetzt irgendwie versuchen zu sterben. Das heißt, ich versuche aber das Nether-Portal hinzukriegen. Weil das sind zwei Easy Points. Das werden die anderen mit Sicherheit auch probieren. Die sind auch nicht dumm. Ja, also, der schnellste Weg in den Nether wäre, wenn man einen Lava-See findet. Also so einen kleinen zumindest. Der sollte eigentlich nur 2x4 Blöcke Lava haben. Aber den zu finden ist natürlich jetzt auch kein Kinderspiel. Gibt's jetzt niemanden mit einem Amboss oder so? Das hatte ich. Da oben drauf vielleicht? Und hier sind wir in der Sache. Okay, da muss ich Amboss mal kurz googeln. Oh, dafür brauchen wir richtig viel Eisen. Scheiße. Kannst ja knicken in der Zeit. Da kümmere ich mich am Anfang lieber erstmal ums Nether-Portal. Das würde mich halt übelst weiterbringen, wenn wir jetzt hier Eisen hätten, ne? Scheiße, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Holz mitnehmen.
Also in Nether kommen wir eigentlich mit Lava und... Ach, dann brauchen wir das auch eigentlich gar nicht. Mit Lava und Wasser können wir da hin. Also es geht schon. Aber dafür brauchen wir halt ein bisschen Eisen. Ach du Scheiße. Mich verarschen? Scheiße! Okay. Vom Sand ersticken. Da ist Sand. So, Moment mal. So, zack, zack. Verdammte Kacke, Alter. Nun sind wir hier. Wir haben hier noch Feuerzeug bekommen, sehr gut. Immerhin schon mal ein paar Eisenklumpen. Goldschwert mit Mending, sehr geil. Und Fluch der Bindung, ja, kein Thema, gönne ich mir. So, hier fehlen jetzt noch zwei Blöcke. Das heißt, ich benötige eigentlich Eisen, um mir das Ding noch zu Ende machen zu können, damit ich mit Wasser und Lava, wobei wir hier kein Lava haben. Was ist das für eine Kacke hier? Komm, ich will nur ein bisschen Eisen haben. Ach, scheiße, wir haben kein Glück. Nicht wie bei der letzten Oh. Ein Eingang. Okay, wenn ich da jetzt reinspringe, bin ich tot. Aua! Ich soll nicht von einem Zombie getötet werden. Das war jetzt nicht Deal in den Punkten. Zack. Suffocated in a war. Ja, also die haben halt auch leider keinen Amboss hier im Dorf. Was ein bisschen schade ist. So, sollte erstmal reichen. Also es sei denn, ich habe das jetzt völlig übersehen. Oh, warte mal, kann ich Eisenblöcke abbauen? Ah, kann ich Eisen... Warte mal, das wird natürlich alles deutlich verschnellern. Wenn ich einfach den Eisen easy abbauen kann. Also da geht's halt nice runter. Aber da wartet auch der Tod. Und die Dunkelheit. Oh shit. Also die richtige Dunkelheit. Das bringt mir halt nichts, wenn ich da jetzt runterspringe, sterbe und da hinten wieder spawne. Bringt mir halt nichts. Ich könnte höchstens versuchen, durch Essen und Fallen hier irgendwie runterzukommen. Weil hier ist es zumindest noch ein bisschen hell. Dann. Von einem Amboss erschlagen. Wie mache ich denn einen Amboss? Dafür brauche ich 3 Blöcke of Iron und 4 Dinger. Das hat nicht funktioniert. Weiß nicht, ob ich ja den Eisengolem killen. Bringt einem das Eisen? Wahrscheinlich, aber bringt das genug Eisen für Eimer und Co. Haben wir hier Eisen irgendwo? Da ist Eisen. Geil. Wofür brauchte ich noch Eisen? Was habe ich gesagt? Feuerzeug. Brauchen wir noch Flint. Alter, es ist dunkel! Das Eisen. Hallo, Herr Creeper. Sie haben jetzt keine Kohle freigelegt. Schade. Also hier ist zumindest Eisen. Wenn wir sterben, hätten wir es zumindest abgebaut. Weil ein Eimer braucht... Zwei Eimer brauche ich. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Das macht's natürlich einfacher. Weil ich kann doch aus einem Smooth Stone
Lol, das ist kein Eisen. Ach, come on. Ich gehe jetzt einfach hier nach unten. Wir hoffen, da irgendwas zu finden. Lava. Eisen. Was es halt so gibt. Okay, wir machen uns erstmal hier jetzt wieder Standardausrüstung. Okay, das war fail. Das war richtig fail. So. Davon setzen wir jetzt hier einen am Boden. Holen uns ein paar Stöcke. Dann will ich noch überprüfen, ob ich hier mit irgendwas machen kann. Nice. Ah ne, eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Was ist mit den Dingern hier? Wenn ich die abbaue. Ein Magma-Block. Kann ich damit... Ist das wie Lava? Moment mal kurz. Dammit. Das hat leider nicht den Effekt, den ich gerne hätte. Lassen Wasser verdampfen. Dammit. Okay. Eigentlich wäre smart... Und darum geht's ja auch so ein bisschen, hier zu sterben, oder? Hallo? Möchte mich hier keiner töten? Hallo? Also wir brauchen halt übelst viel Eisen. Zum einen, theoretisch für den Amboss, brauchen wir richtig viel Eisen. Ich werde direkt auf die High-Point-Sachen gehen. Hier von Sand erschlagen lassen und so, das kann man ja immer noch machen. Oh, da mal. Nee, komm, ich brauche noch ein bisschen Eisen, Jungs. Gott. Nein! Oh, okay. Wir haben jetzt 20 Eisen gesammelt. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Brauche ich doch noch ein bisschen Eisen. Und Flint and Steel. Wir waren ja aber an einem Fluss. Das könnte klappen. Da. Da. Wait, wo ist er hin? Da. Okay, jetzt brauchen wir noch Steel. So, ich will wieder zurück hier hin, weil... Bin ich mir nicht sicher, ob ich da drin war, aber wahrscheinlich schon. Und vor allen Dingen war da hinten dieses fette Loch. Hier war ich, glaube ich, drin, ja. Und in dieses fette Loch will ich rein. Ich könnte jetzt natürlich theoretisch auch einfach auf die anderen Sachen gehen und sagen, ja, oh, wait. Das sind schon mal zwei Eimer. Genau, wir können schnell zum Innerportal gehen. Iron Nuggets. Zwei. Scheiße, warum aber nicht nur zwei, warum drei? Okay, das ist ja schon mal so per se nicht schlecht, das Ganze hier. Was ist das für ein Block? Weiß ich nicht. Tja, zwei Iron Blöcke und ein bisschen Nuggets, ne? Ich brauche immer noch einen Iron Block. Richtig belastende Scheiße. Buddeln wir uns einfach in den Berg. Und hoffen, dass es gut wird. Wir können das Enderportal jetzt mal forcen. So, durch TNT explodieren, dann müssen wir eigentlich nur in die Wüste gehen. Ne? Also wir brauchen sechs Eisen. Sechs Eisen brauchen wir. Für zwei Eimer. Okay. Dann brauchen wir ein Eimer mit Wasser. Und ein Eimer mit Lava. So, das hat, da vorne ist, sind das Lavablöcke oder ist das Lava selber? Oh, das wäre so awesome. Ja, das sind diese Lavablöcke.
Wir brauchen oberirdische Lava. Flint. Oh, mega viel Eisen. Na gut, da kriegt man immerhin was raus. Ja, okay, damit kann ich halt auch nichts machen, ne? Ich kann ja nicht mal mir ein Iron-Ding basteln. Nicht mal eine Hacke. Okay, whatever. Ach ja. Das läuft alles nicht so geil. Ah. Okay. Okay. Es wird besser. Das ist hier aber auch bitte wieder Eisen. Ja, moin, Alter. Da ist alles. Okay, Flint in Steel hätte ich. 19 Minuten noch. Bin natürlich einmal gestorben. Jetzt brauche ich eigentlich ja nur noch Lava. Wenn ich das irgendwie hinkriegen sollte. Das lautet natürlich dann so ein bisschen die Voraussetzung dafür. Wie komme ich jetzt an Lava? Wo war denn dieses Scheißloch? Hier hinten. Oh Gott! Ich weiß nicht, was ich mir da gerade bei gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal ein Schwert. Oh, ich habe ja ein Schwert. Oh. Peter, ey. Aber ich hab kein Licht. Oh Gott. Okay, ich brauche 31 Erz für einen Amboss. Das kann halt auch noch eine valide Taktik sein. Wenn wir jetzt hier bei Eisen Luck haben. 10 Punkte durch einen Amboss. Muss irgendwo so eine riesige Lavamenge sein, ne? Oh. Okay, Lucky. Wir müssen uns einmal von Sand töten lassen, ne, wenn ich das richtig habe. So, das heißt, wir müssen eigentlich nur so machen. So. Dann buddeln wir uns hier ein bisschen runter. Zack. Jetzt nicht. Wieso haben wir jetzt keinen Schaden gekriegt? Oh, ist es nicht tief genug fallen? Oh, warte mal. Ah, Gott! Oder muss das mehr sein? So. Kann mich ja auf Half-Life runterballern. Okay, das ist okay für mich. 2 Herzen. Yes! Okay, wir sind schon mal von Sand erstickt. Nice. Das haben wir schon mal geschafft. Ganz ehrlich, bevor wir das machen, viel besser. Viel klüger, glaube ich auch. Statt so Strip Mining Power hier zu nutzen, der Hölle, ja, die wahrscheinlich eh nicht vernünftig funktionieren wird. Ja. Wunderbar. Gehen wir einfach rein und gönnen uns da das Eisen. Fuck. Autsch. Alter, wie lange rührt man eigentlich? Ja, aber theoretisch könnte man jetzt ein Portal befeuern. So, rein in die Olga. Ein Punkt für Christian. Also Eisen haben wir jetzt halt schon ganz gut. Irgendwo ist hier eine... Über mir müsste eine Lavakammer sein. Oh mein Gott, es ist wirklich eine über mir.
Ah ja. Sehr schön. Lava haben wir jetzt. Okay, 6 Eimer wird ja wohl reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Amboss lassen wir jetzt mal. So, wir gehen jetzt wieder nach oben. Und jetzt habe ich noch 16 Minuten Zeit, um dieses Enderportal fertig zu bauen. Das wird lustig. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Achso, das muss man ja einmal so machen. Cool. Haben wir jetzt schon mal 16 Blöcke. Wir brauchen aber viel, viel mehr, wenn ich das richtig habe. Ist nicht zu verachten. Wobei wir im Nether halt mehr Punkte hinkriegen würden. Aber vielleicht schaffe ich ja beides. Oh, ich höre Lava. Oh, aber Lava habe ich in die andere Richtung gehört. Ja, wenn wir einen Lava-Eimer haben, haben wir einen Lava-Eimer. Ne? Wieder die absolut. Oh mein Gott. Ah nein, du verfolgst mich? Okay. Kampf um Leben und Tod. Ich gewinne. 28, 29. Alter, hier ist ja noch viel mehr. Brauchen wir noch mehr? Scheiße, ich weiß noch nicht so ganz. Ich brauche eigentlich jetzt eher Lava. Dafür ist tiefer wahrscheinlich besser. Aber will ich mich einfach nach unten graben? Wenn wir sterben, ist eh egal, oder? Hier geht's eher wieder hoch. Ja, komm. Ah. Aua. Schade. Also, ich bräuchte noch. Was haben wir denn sonst noch? Vom Wolf getötet, Mini-Zombie TNT. Ja. Jetzt brauche ich noch Creeper. Creeper-Zombies, eine Hexe, Fallschaden durch Enderperle. Den Amboss. Könnte man versuchen zu bauen. Vom Amboss erschlagen gibt halt direkt 10 Punkte. Und eigentlich ist Eisen gar nicht so krank schwer zu finden. Vielleicht sollte ich eher darauf gehen. Man brauchte Block of Iron. Das sah so aus im Dorf, als wenn das ein Block of Iron wäre. Ich gehe da jetzt erstmal gucken. Wenn das in dem Dorf ein Block war, dann ist das zumindest ein machbares Ziel. War es nicht hier? Jo. Nein, das ist einfach poliert. Polierter Shitstone. Smooth Stone ist es. Fuck. Okay. Das wäre jetzt auch zu dekadent gewesen, wenn das einer gewesen wäre, der Eisblöcke da rumliegen hat. Vielleicht hat der hier im Haus noch was? Komm. Kann ja echt nicht so schwer sein. Eine Fickhöhle zu finden. 16 Minuten noch. Ja. Eisen. Da haben wir nämlich mehr als ein Lava-Eimer. ...31 Eisen für einen Amboss. Das ist nicht wenig. Aber auch nicht unmöglich. Damit hätte ich früher anfangen sollen. So ein Mist. So, Wasser haben wir zumindest hier genug. Das ist gut. So, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie... Also wirklich, ohne Scheiß. Ich habe noch nie so ein Nether-Portal gebaut. Aber vielleicht kriege ich das hin. So, wie groß muss denn das? Das muss gar nicht größer mehr, ne? Wir brauchen irgendwo... Oh, da vorne ist so ein Dude-Dude-Haus. Haben wir Fallschaden, Hexe? Nee, Hexe, Lama. Aber Lama geht auch, oder? Lama ist doch das Biom hier.
Und das sind diese komischen anderen Dudes. Okay. Ist das nicht das Biom für die Lamas? Also Lama bringt immerhin 5. Also ich würde da jetzt mal gucken gehen. Und theoretisch kann hier halt auch einfach Lava so runterfließen irgendwo, beziehungsweise auch so sein. Wenn ich in Lava falle, muss ich nur schnell sein. Ich höre Lava. Ich glaube, ich habe es gerade gehört. Hier, Gandalf. Da haben wir noch einen. Zack, zack, zack. 2 geile Eimerches. Können wir die schon mal mitnehmen? Bitte mich. Jawohl. What? Mein Bett ist... Warum ist denn mein Bett nicht gedingst? Das ist hart belastend. Wieso kriege ich das nicht an? Okay, ich werde mal kurz nachlesen müssen. Okay, das ist halt ein weinender Obsidian-Block. Sogar kann ich abbauen. Schade! Nein, jetzt. Lava, Lava, Lava. Oder Lama, Lama, Lama. Scheiß Schafe. Sind das Lamas? Jo, das sind Lamas! Jo, das sind Lamas! Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ich weiß nicht, wie viel Schaden so ein Lama macht. Aber. Ich weiß auch nicht, was ich tun muss, damit die mich haten. Aber wahrscheinlich muss ich die ärgern. Wow! 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 Alle spin on me! Ey, trefft ihr nicht? Yes! 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 You were slain by a lava llama. Jetzt haben wir immer noch kein Lava, ne? Shit. Hexe wird auch schwierig. Müssen wir erstmal einen Sumpf finden, dann noch eine Sumpfhütte. Warte mal, du bist doch ein Wolf. Guck mal. Das sind 2 Punkte. Das heißt, ich habe schon 3. Guck mal da. Lama finden. Ich weiß nicht mehr, waren Lamas in Wüstengebieten nur? Eisen. Das ist doch schon mal weit. Oh oh. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich gesehen, oder? Ah, du hast mich gesehen. Klar sind hier 2. Ihr miesen Spacken. Aber das kann ich gut für TNT gebrauchen. Oh Gott. Alter. Irgendwo in die Richtung. Oh, da. Nein. Ich hatte ein volles Inventory. Ich habe dadurch einen Eimer verloren. Ich hatte ein volles Inventory und konnte den Lava-Eimer nicht mitnehmen. Fuck! Tja, ist die Frage, ob ich das überlebe, wenn ich da runterspringe jetzt. Aber die Antwort ist mir ehrlich gesagt egal. Ich brauche ja erstmal nur den einen Eimer für Lava, glaube ich, hoffe ich. Darf ich nur nachher keine Fehler machen?
wird also eine Katastrophe. Wait, war das nicht hier? Oh, fuck me. Ah, ja. So, den Fall muss ich überleben. Oh. Das wird nix. Okay. Und das, wie bin ich denn jetzt gerannt? Hier runtergerannt. Was hier drüber? Gott. Oh Gott. Richtig bitter. Okay, ich hab zwei. Ja, nehmen wir die. Machen wir das Beste draus mit dem, was wir haben. Was ist das? Das ist kein Eisen, oder? Ne, das ist Smooth Stone. Spawn Point Set. Okay, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber ist auch egal, was ich falsch gemacht habe. Wichtig ist, so, dass es hier bestimmt irgendwo ein bisschen Lava gibt, oder? Magma Block. Ich bin hier dann rumgelaufen. Scheiße, Alter. Denn das ist richtig typisch einfach nur. Hier um das Ding rumgelaufen. Ja, und hier war doch direkt vom Dorf aus, konnte man irgendwo Lava sehen, in so einer Wand drin. Schwör Waller, irgendwo war das hier. Was mit dem Amboss? Wir probieren das mal eben mit dem Amboss. Wie viel brauchte man davon? Ah, 3. Das heißt, wir brauchen noch 9. Also 11, 12, 13, 14. Das geht aber. Also wenn man da in den Riss nochmal springt. Das sind halt immerhin 10 Punkte, ne? Das machen wir. Wo war denn hier dieses Scheißriss? Was hier? Hier war das Riss. Und hier konnte man eigentlich ganz geil fighten. Jetzt habe ich auch noch ein Goldschwert. Hey. Ich sehe mich da. Aua, jetzt hab ich mich verbrannt, die Sau. Hyper. Komm, mach rum. Jawohl. Hier ist noch mehr Eisen. Nice. 6. Oh nein. Nein. Oh Gott, war das knapp. Ich brauche halt Diamanten, oder was? Ja, geil. Ja, komm. Dann gehe ich nochmal nach unten und versuche jetzt Diamanten zu farmen. Also, ich gehe mal davon aus, dass der im Weg ist. Ich habe da sonst keine Ahnung von. Das sind immer noch 11 Minuten. Das ist noch machbar. Also, das wäre natürlich nice, wenn ich das mal hinkriegen würde. In der letzten Folge auch keine Diamanten gefunden. Geil. So, dann rennen wir hier noch ein bisschen rum. Vielleicht sind hier ein paar Creeper. Na, irgendwo jemand, der sich hier anschleichen möchte. Hier haben wir nur noch 10 Minuten, also. Aber Amboss und Creeper wäre natürlich ganz geil. Oh, jetzt ist hier natürlich überall Eisen. Hallo. Kein Creeper. Scheiße. Ja, schick mich mal zurück zum Spawn. Okay. Alter, ich hab halt wieder volles. Wenn ich den Fehler zweimal machen. Ja, jetzt kann ich auch sterben. Okay. Fuck. War da in der Wand drin? Ja. Nehmen wir uns den mit. Töten den Golem. Wo ist er?
Aber da hier gerade Nacht ist, können wir mal gucken, ob hier nicht noch irgendwer rumlungert. Da! Gib mir dein Dynamit. Komm zu mir. Zwei. Na gut, na gut, na gut. Machen wir das denn? Das kann man direkt hier machen, oder? Nein! Das ist so viel Eisen, was hier ist! Reicht das? 16. Wir brauchten nochmal 9, 11 und 4. Wir haben genug. Wir haben genug, wir haben genug, wir haben genug. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Wir haben noch 10 Minuten. Wir können uns dann vom Amboss erschlagen lassen. Das muss hinhauen. Einfach just for the safety jetzt hier gerade. Yo! Oh nein! Ah! Ah! Diese Zombie-Armee! Ah, verdammt. War leider kein Mini-Zombie bei. Das wäre nice gewesen. Okay. Das Brennen dauert halt nur so unfassbar lange, ne? Kohle haben wir auch noch mal ein bisschen mitgenommen. Nein! Viel zu wenig Kohle haben wir mitgenommen. Shit. Wir müssen noch mal Kohle holen gehen. Krake! Ich probier's noch einmal. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Oh, ich habe wohl einen Fehler gemacht. Den behalten wir jetzt. Da ist ein Händler. Ja, moin. Was hast du denn im Angebot? Leider nichts, was ich brauche. Okay, Moment. Fuck. Könnt ihr das nochmal wiederholen vielleicht? Labert. Nein, nein, jetzt müsst ihr nicht mehr auf mich rotzen. Autsch. Okay, was genau habe ich jetzt falsch gemacht? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ah, genau. So. War nicht hier, dieser krasse Ofen? Das war doch der krasse Ofen, der super schnell schmilzt. Schmelzt. So. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Katze, Katze, Katze. Katze, Katze, Katze. Mietz, Mietz, Mietz. Mietz, Mietz, Mietz. Das sind halt bestimmt zwei. Nee. Scheiß drauf. Scheiß drauf! Hopp, 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 hopp. 9 Minuten. Hopp, 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 hopps, 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 hopps. Das war jetzt alles belastend und das wusste ich nicht. Aber das liegt daran, weil ich ein Minecraft-Noob bin. Boop bin, boop bin, loop bin. Achso, warte mal, du kannst ja maximal bis da oben abbauen, ne? Ja. Ist egal, die Grube sollte tief genug sein. Im Zweifel setze ich einfach ein paar Blöcke drunter, sodass es wieder passt. Zeit 7 Minuten noch. Aber danach gehen wir auf Creeperjagd. Danach ist Creeperjagd angesagt.
möglichst wenig Leben haben. So. Das sollte doch fetzen, sollte das. Morning Anvil. 10. Das heißt, ich habe jetzt 13 Punkte. Okay. Jetzt Creeper-Suche. Okay, wir haben eine Menge Eisen. Daraus machen wir jetzt 3 Blöcke. So, ja, so haben wir jetzt einen Amboss. Okay, wie war das mit dem Amboss? Wie mache ich das jetzt am smartesten? Da gehe ich dann gleich rein, aber mit wenig Leben. 6 Minuten noch, Nether wird schwierig. Komm mal! Yes! Yes! Haben wir gemacht, okay. Nice. Cool, cool, cool. Kohle, 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 yeah! War das nicht dieser schnelle Brater? So, hier, zack. Yes, war's. Nice. So, das geht nämlich jetzt richtig zappeli-doodle. Zappeli-doodle. Wir brauchen 18. Nice, jetzt können wir schon mal die 2 Blöcke machen. Oh, geil, wir haben sofort den Amboss. Den Amboss. Okay. Und dann würde ich jetzt einfach an die gleiche Stelle gehen wie gerade. Boah, 7 Minuten noch. Scheiße, ich muss unbedingt noch Lava finden für den Kack-Nether. Den da. Oh shit, je höher der... Fuck, konnte man den abbauen? Konnte man abbauen, ne? Ja, konnte man. Okay. Die haben gesagt, je höher... Also je tiefer der fällt, desto mehr Schaden macht der. So ein weinender Block, ich hoffe nicht. Und dann kann ich dich direkt einsetzen. Ja, Tatsache. Oh, warte. Geil, 7 Minuten noch. Nice. Erste Explosion haben wir. Gut, dadurch sind wir schon mal gestorben. Das geht bei Initial Game Design. Ja, nice. Are you a Piglin? Piglin! Seid ihr Piglins? Ja, das sind diese Eber. Tötet mich! Ja, nice. Bei Piglin. Geil. Okay, fett, haben wir das tatsächlich noch hingekriegt. 6 Minuten noch, komm, ich brauche Lava. Und Lava und ein bisschen Stein. Ja, ein bisschen Stein. Wo war Lava denn? War hier die Lava? Mini-Zombie. Ja. Ne, Moment. Der Mini-Zombie muss mich töten. Scheiße. Kann man, muss man nicht zählen lassen. Kann sein, dass das der große Zombie war. Bin ich mir nicht sicher. Jetzt kommt ihr alle angeschissen. Ich wollte mir doch ein Schildchen basteln. 5. Also ich brauche noch 3 Creeper. Noch 6 Minuten.
komm. So ein kleinen Willi wäre natürlich auch schön. Wieso sind jetzt hier keine Creeper? Da sind Bienchen. Eins. Noch zwei. Da ist ein Enderman jetzt, die Enderperle. Glaube nicht. Wenn man die scheiß Viecher braucht, sind die nicht da. Wenn man gerade seine Ruhe haben will, kommen die angeschissen. So. Bam, 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 bam. Fallen wir hier runter. Auf uns drauf. Oh. Ah, es ist so nass hier. Ich träume von einem Amboss. Einem süßen, kleinen Amboss. Okay, wir haben noch ein Herz. Machen das Wasser weg. Oh no! Boom! By a falling anvil! Nice! 10 Punkte für Zepieu! So, dann haben wir das. Durch TNT explodieren kriege ich hin. Lama zu Tode rotzen. Dann haben wir 6 Minuten. Hexe, Magie. Ja, okay, das heißt, wir müssen einfach jetzt rennen. Oh Mann, oh Mann. Wo war denn? Das Lavaloch. Eine Hexe durch Magie getötet. Keine Magier. Kann doch nicht sein, Alter. Ich hatte alles, was ich brauchte. Und jetzt sehe ich das einfach nicht mehr. Orientierung minus 5, Alter. Okay, wir haben jetzt noch sehr viele Buckets, aber keine Lava. Okay. Bei Nacht sieht man das vielleicht eher. Bauen wir uns ein Boot? Komm, wir bauen uns ein Boot. Fahren ja einmal um die Küste. Das ist doch hier diese geile Hügelwelt, wo Lamas sind. Ich brauche Lamas! Irgendwo! Das ist doch scheiße jetzt. Was ist das denn? Oh, hallo. Das ist ganz schlecht. Die Spinnen sind richtig doof. Sag ich doch. Die Spinnen sind richtig kacke, sonst hätte ich den Enderman doch gemacht. Ja, klar, Eier. Was ist denn hier los wie im Spinnenland oder was? So ewig gelaufen. Ah, ganz ehrlich, ja. Habe ich voll verkackt. Habe ich verkackt. Keine Ahnung mehr. Da ist es. Jetzt mal wieder, ja. Kurz vorm Ende. Als wäre ich das nicht mehr schaffen, wa? Ah, wow. Ach komm, wir brauchen nur ein bisschen Lava. Da leuchtet was. Ach, das ist, glaube ich, unser Portal, ne? Ach, Kacke. Ah,
habe die Befürchtung, auch so werde ich nicht zum Ziel kommen. Komm, wir brauchen nur ein bisschen Lava. Let's go. Mini-Me. Mini-Me. Nein. Der Mini-Me wird jetzt angegriffen. Von einem Skelett. Wollt ihr mich verarschen? Als ob! Ach komm! Jetzt hat das Skelett... Oh, Mini-Zombie hätte mich kriegen können. Ach komm, das ist doch eigentlich einfach. Oh. Wenn ich da jetzt Lava reintue und da Wasser reinlaufen lasse, ist das ja klar. Das Problem ist... Dadurch verliere ich ja... Oh no. Dadurch verliere ich ja die Lava. Aber da ich nicht weiß, wie das anders geht, muss ich das jetzt einfach mal so machen. Hätte leider nicht... Die Genialität von einem Christian. Das heißt, ich muss mir jetzt immer unten Lava holen. Können wir trotzdem schaffen. Ja, moin! Alter. Runter! Fuck! 4 Minuten. Scheiß drauf, ich mach das jetzt mit der End-Up, mit dem Lama. Die müssen ja erstmal eine Ender-Perle droppen, die Viecher. Oh, da vorne könnte ein Wolf noch kommen. Das hier keine Lamas jetzt spawnen. Ich dachte, die würden hier spawnen. In dieser Gegend. Von der Welt. Aber belastend. Dann Sommerwölfe. Lamas bringen mehr Punkte, ne? Fuck my life. Ah, da muss natürlich dieser blöde Skeletto den Mini-Me anschießen, ey. Richtig dumm. Mini-Me! Wo steckst du? Ich finde auch einfach keine Lava. Ich habe noch eine Minute Zeit. Ich finde auch keine Lava. Das ist richtig scheiße. Sonst wäre es deutlich geiler geworden jetzt hier. Bei Skelette. Komm, ey. Wenigstens den Punkt noch snacken in den letzten 30 Sekunden. Gott. Mini-Me! Da. Ja, hau mich. Hau mich. Gib's mir. Yes! Slain by a Mini-Zombie! Okay, 16 Sekunden noch auf der Uhr. Okay. Das hat also jetzt nicht geklappt. Die Zeit ist abgelaufen. Der geht nicht. Fuck. Ja, okay, leg mich doch am Arsch. 16 Sekunden. Habe ich verkackt. Habe ich einfach verkackt. Ah. Schade! Bleib einfach hier so zwischen den beiden Dingern. Links Wölfe, rechts Lama. Das, weil ich als erstes sehe, killt mich. 2 Minuten 30 noch. Hört das auf. So, das ist noch ein Netherportal. Goldblöcken. Bringt uns aber nicht. Nix. Ah, dann gehen wir hier Wölfe suchen. Au. Lul. Lamas. Rotzt mich zu Tode! Alter! Rotzt ihr mich mal zu Tode? Mich!
Nicht euch gegenseitig! Was ist denn? Alter, ihr dummen Lamas. Tötet mich! Ja! Nice! Dann habe ich das tatsächlich noch geschafft. Alter Vater. Ach komm. Einer noch. Nee. Theoretisch habe ich genug. Lauf. Scheiße, wie soll ich das TNT auslösen? Mit Flint and Steel. Flint and Steel würde es machen. Hoffe ich. Sechzehn Sekunden noch. So, du musst jetzt so viel Schaden machen. 5, 4, 3 TNT. Das sind 4 Punkte, das heißt 3 plus 4 ist 7 plus 10 sind 17. 17! Woo! Die halbe Stunde ist um. Oh, das war. Hurenspiel, ganz ehrlich. Ja? Ich dachte mir nach 28 Minuten, ich schmeiß einfach hin, deinstalliere und spiele nie wieder Minecraft, ey. Okay. Das ist ein Wichser-Game. Okay. Warum? Was passiert? Hä, komm, ganz ehrlich, ja, wenn du Wasser in den Lavablock machst, kommt da kein Obsidian raus. Aber wenn du Wasser über Obsidian, über Lava drüber laufen lässt, dann wird das Obsidian. Ist doch immer so. Wait, aber ja. Nee, wenn du, du setzt Wasser auf Lava, um das schnelle Portal zu bauen. Um das schnelle Portal zu bauen. Ja, weißt du? Und dann auf den Lava-Block bin ich mit dem Wassereimer gegangen, hab rechts drauf gedrückt und dachte mir so, voll geil. Und dann verschwindet das Lava, da ist nur Wasser drin. Ja, das muss genau andersrum machen. Ach so, ja. Genau, das muss da reinfließen. Stimmt, bei diesem schnellen Nether-Portal machst du das so, damit drumherum die Lava zum Portal, also zum Obsidian wird. Das war alles Schmutz. Ich geh jetzt an die Tür, ich hab 3 Punkte. Oh. Oh, 3 Punkte ist nichts, also, aber Bram, das hätte eh nicht funktioniert, glaube ich, weil dieser komische lila Lava, Obsidian-Block, der zählt nicht. Da muss ein anderer Obsidian-Block hin. Der weinende Obsidian-Block, ja genau. Der hat mich auch erst gebunden. Hat Jay Dia gefarmt, oder was? Also, ich oder hab dann... Oder hast du einfach drüber gebaut? Dia gefarmt, ja. Also ich bin nicht in Nether gekommen. Ich hab's versucht und bin nicht in den Nether gekommen. Dadurch habe ich vom Sand erstickt und vom Amboss erschlagen. Oh, immerhin. Das waren 11 Punkte. Und bei mir ist ein Amboss gespawnt. Den habe ich gebaut. Ich habe Eisen gefarmt. Ja. So viel Eisen? Ja, Eisen. Das geht relativ zackig. Auf der Suche nach Lava habe ich recht schnell sehr viel Eisen gefunden. Ja. Krass. Ja, ich wollte den Eisengolem töten. Ja, habe ich auch gemacht. Habe ich gemacht. Oh, das war smart. Das habe ich Das wollte ich nicht machen. Ja, ich habe auch lieber gefarmt. Habe ich gemacht. Und natürlich fällt der Scheiß von dem Eisengolem in den hohen Lava, die ich dafür benutzt habe. Nein! Oh Gott! Du hast den mit Lava getötet. Leute, man kann den Obsidian-Block einfach mit einer Steinspitzhacke abbauen? Oder nein, gerade an? Kannst du nicht. Nö, nicht. Okay, gut. Okay, ich dachte gerade. Quatsch. Und bei mir ist ein Händler gespawnt. Das heißt, es waren auf einmal Lamas da. Cool. Womit ich mich halt auch zu Tode hab rotzen lassen. Und damit komme ich auf einen Gesamtpunkt von 16 Punkten. Gesamtpunktestand von 16 Punkten. Nice. Also ich habe recht viel Zeit investiert, um wahrscheinlich in Nether zu kommen. Dann ist mir aufgefallen, aber so einen Lavasee zu finden, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, den zu suchen. True. Also habe ich dann links gefarmt. Hier, wie heißt das? Eisen. Habe ich den Amboss gemacht, habe mich vom Amboss erschlagen lassen, vom Sand erstickt, denke ich, wird auch jeder haben. Mhm. Zwischendurch habe ich einen Wolf gefunden, den habe ich einfach mal auf die Mütze gehauen und dann hat der mir auf die Mütze gehauen. Ja, und am Ende dachte ich mir, Alter, TNT explodieren ist ja easy. Und dann habe ich extra Nacht gemacht, überall Creeper, habe noch einen Enderman gesehen und wollte mich dann hochbauen, um den Enderman zu killen. Das Problem sind die 3 Milliarden Spinnen, die alle gespawnt sind und einfach hochkommen. Ich dachte, ich bin im Spinnenland. Ja, die Enderperle habe ich nicht mehr geschafft, aber ich habe, ohne Scheiß, 4, 3, 2, ich habe runtergezählt und bin mit dem Ablauf der Zeit vom TNT gekillt worden. Oh, nice. Damit komme ich auf 17 Punkte. Oh, nice. Okay. Sand erstickt habe ich. Ich bin in den Nether gekommen, hab die beiden Sachen gemacht. Oh, stark.
hab mich vom Lama kaputt rotzen lassen. Und das war's. Das sind 23 Punkte. Ja, ich hab auch Sand. Mini-Zombie war ja eigentlich auch easy, wenn man nur so ein bisschen durch die Gegend läuft. Lama habe ich gesucht. Da, das habe ich leider nicht im Dorf gefunden. In Nether bin ich leider auch nicht gekommen, weil ich habe keinen Lavasee gefunden, aber den Amboss habe ich und ich komme auf 19 Punkte. Also gezett, Jonathan. Yes! Ja. Für den Sieg. Also Nether stark. Ja, ja, da war halt, das da, hat, also es war halt super nervig. Ich habe mir das Ding gebaut mit Wasser und Lava, will dann das anzünden, ja, dann brennt das Ding halt nur, ja. Geht halt nicht an. Denke so, hey, what the fuck, dann ist da irgendwie so ein anderer Block. Dann habe ich versucht, den abzubauen, ging nicht, habe dann halt... hier, wie heißt das? Diamant. Geht übrigens. Ich hab's gerade ausprobiert. Es geht mit der Steinspitzhack. Muss eine Minute lang draufhauen, dann geht er weg. Was? Ich hab's gerade, während ihr erzählt habt, die ganze Zeit draufgehauen. Das wäre einfacher gewesen. Moment, die Blöcke zerstören kannst du ja eigentlich immer, oder? Also kannst du normalen Obsidian-Block auch mit einer Steinspitzhack? Der müsste ja dann. Ja, aber der zerspringt ja dann. Geht einfach kaputt. Ich dachte, das geht gar nicht. Ehrlich gesagt. Ja, gut. Ja. Hat trotzdem geschafft. Ja, nice, Jay. Wolltest du denn die Lava her? Ja, aus dem Lavasee, den ich unten beim Farmen gemacht habe, während ich halt Eisen gefarmt habe für die Eimer. Achso. Wo ich mir gedacht habe, okay, boah, dann hatte ich halt irgendwie mir 6 Eimer gecraftet, damit ich genug habe. Und ja, dann damit dann in Nether gekommen, weil halt 17 Punkte ist halt stark gewesen für Nether. Ja, habe ich auch versucht, aber ja, das hat bei mir leider zeitlich nicht hingehauen. Okay, damit gewinnt Jay die heutige Minecraft-Challenge. Not bad, Jonathan. GG. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bye-bye. Tschüss.